Was können Sie da zu den Gruppen sagen? Welche üben das aus? Das muss man sehr stark differenzieren. Also wenn wir jetzt über die Ereignisse von gestern oder heute Nacht sprechen, dann müssen wir hier davon ausgehen, dass das einfach junge Menschen waren, die in den letzten Monaten und Jahren ganz besonders benachteiligt waren aufgrund der Einschränkungen. Es kommt noch hinzu, dass sich da auch viele Jugendliche drunter befinden, die in sozial randständiger Situation sind. Das heißt, die so ein bisschen das Gefühl haben, es ist nicht mehr unsere Gesellschaft, in der wir leben. Die Gesellschaft bietet uns nichts mehr. Ja.